Bin ich begeistert? Nein. Bin ich sehr enttäuscht? Nein. Bin ich ein bisschen enttäuscht? Ja. Humble Choice. April. Tja, Humble Bundle haben es mal wieder getan. Sie haben ein Choice rausgehauen. 19 Uhr am ersten Dienstag des Monats. Das ist heute. Wir haben den 5.4. Und ich gehe immer mit Spannung hin und es ist immer ganz anders, als ich gedacht habe und selten besser in letzter Zeit. Aber es ist ein bisschen was für mich dabei. Und wir gehen es wie immer mal komplett durch. Wir fangen an mit einem Spiel, das ihr gleich gewinnen könnt. Ihr könnt einiges gewinnen diesmal, was gut für euch, nicht ganz so gut für mich ist, weil ihr könnt es ja nur gewinnen, wenn ich schon habe. So, ich bin kein Mensch, der jetzt nur auf Steam sammelt. Das heißt also, wenn ich das Spiel woanders habe, verlose ich es auch. Ich brauche das nicht in meiner Steam-Bibliothek und da werden sich vielleicht der eine oder andere freuen. Also fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Das habe ich auf GOG, das war, glaube ich, bei Prime, weil ich habe es mir mit Sicherheit nicht gekauft. Das war irgendwo mit dabei. Es ist von einem meiner Lieblingspublisher, weil die tolle Sachen gemacht haben. Und wir gucken mal. Es ist das wohl sehr gute, nicht 100% mein Ding-Spiel Ghost Runner. 505 Games ist der Publisher. Die haben halt eben ja sowas wie Control und halt vor allen Dingen auch Dingens gemacht. Na? Death Stranding habe ich mir jetzt den Director's Cut auch, also das Update, im Sale geholt. Ich kann über die nichts Schlechtes sagen. Gut, doch technisch war Death Stranding ganz furchtbar. Ich habe ein Let's Play gemacht und musste es immer wieder abbrechen, weil es abgestürzt ist. Aber naja, Cyberpunk, ja, mag ich sehr gerne. Schnell, Action, aber ja. Es sieht so aus, als wäre es wirklich was ziemlich Gutes. Ghost Runner. Ja, ich habe es auf GOG und verlose es hier. Sprachen haben wir, ja, Oberfläche alles am Start. Ton und Untertitel auf Englisch. Es ist sehr gut, ist also sehr positiv bewertet und kostet normalerweise noch 30 Euro und ist jetzt so der Haupttitel, den es bei Prime im kostenlosen Bundle schon gab. Ja. So, das nächste Spiel ist für mich ein 100%iger Treffer. Da freue ich mich drüber. Das hatte ich mehrfach schon im Einkaufswagen und habe gedacht, ja, nee, komm, ja, ich brauche es nicht wirklich. Es ist nicht meine Art Spiel, so 100%, aber Destroy All Humans ist schon spaßig. Auch von einem guten Publisher, THQ Nordic, haben einen Ruf, dass sie, wenn sie kleinere Firmen aufkaufen, die nicht kaputt machen. Das ist selten und das ist gut. Destroy All Humans, Open World, böswilliger Protagonist. Du bist das Alien und musst, naja, Destroy All Humans. Sehr viele witzige Spielmechaniken. Trotz allem ist es, also es hat mich, also Stubbs, irgendwas mit dem Zombie, das wir mal angespielt haben, hat mich immer so ein bisschen dran erinnert. Und das ist das Ganze halt eben in Alien und deutlich polierter. Es ist ein Remake von einem Spiel von 2005, das es aber, glaube ich, nur auf PlayStation oder so gab. Ja. Und oh, ich bin der außerirdische Krypto 137. Naja, Krypto ist so sympathisch nicht, das ist richtig, aber naja, hab ja viel schon drüber gesagt. Ja, es ist ein witziges, gut gemachtes Spiel von 2020. Black Forest Gamers, ne, Games, genau, jawohl. Und kostet noch 30 Euro normalerweise, hat deutsche und englische Sprachausgabe, das ist schon mal ziemlich viel wert, aber gut, klar, ne, Black Forest, vielleicht sind das Deutschland-Fans oder ist es ein deutscher Publisher, das weiß ich nicht. Und ich werde hier mit Sicherheit nur THQ Nordic-Seite sehen. Ne, Black Forest Games, tatsächlich. Ja, Kultklassiker. Was ist noch von denen? Rogue, Stormers, Fate of Silence, Genesis, The Twisted Dreams. Könnte das ein deutscher Entwickler sein?
Ich gucke ganz kurz mal. Black Forest Games. Impressum. Offenburg. Offenburg, Schwaben, Schwarzwald. Ein deutscher Entwickler. Gut, also wie gesagt, ist eigentlich nicht so wichtig, aber ist immer mal wieder schön. Deswegen auch die deutsche Sprachausgabe. Und es ist ein solides, witziges Spiel. Ja. Und wenn ihr wollt, ja, spielen wir das auch an. Wir spielen auch Ghost Runner an, wenn ihr das wollt. Ist mir völlig egal. Nee, ist es mir natürlich nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, ihr wünscht euch, was wir am Donnerstag, jetzt wissen wir, der Termin steht fest, genau. Also übermorgen, der Donnerstag, der 7.4. Da machen wir den großen Stream für das Prime und das Choice Bundle. Es wurde sich beim Prime Bundle schon ein bisschen was gewünscht, was ich wohl auch, glaube ich, komplett so umsetzen kann. Und hier ist es nochmal das Gleiche. Und ob das jetzt Ghost Runner oder Destroy All Humans ist, schreibt es bitte bis morgen Abend in die Kommentare. Ja, ich kann es vielleicht auch noch umsetzen, wenn ihr es am Donnerstag bis mittags irgendwie reinschreibt, ja. Aber ich muss die Spiele herunterladen, installieren und auch mal kurz antesten, ob es technisch überhaupt geht. Genau. Ansonsten ist es eine Überraschung. Jawohl. So, weiter geht's. Das ist ein Spiel, kommt bei mir auch gut an. Könnt ihr auch nicht gewinnen. Genauso wie Destroy All Humans. Aber Ghost Runner könnt ihr gewinnen. Monster Sanctuary hatte ich noch nicht. Und das sieht so aus, als könnte es mir gefallen. Es ist zwar Action, aber es ist... Warte mal. Ja, hier steht Monsterzähmung trifft auf Metroidvania. Hey, auf Anhieb. Wahnsinn. Sammle, trainiere und bekämpfe Monster in einer traumhaften Side-Scroller-Pixel-Welt. Ja, hier steht von Metroidvania wenig in den Text. Da steht eher rundenbasierte Strategie. Seltsam, ne? Oder ist es doch? Nee, Metroidvania doch steht da irgendwo noch. Kann also sein. Sieht gut aus. Von der Thematik her könnte es ganz witzig sein. Und ich sehe gerade, ja, sie haben das trotzdem rundenbasiert irgendwie hingekriegt. Also Metroidvania und rundenbasiert, dachte ich, schließt sich aus. Achso, stimmt. Ein Ding ist natürlich das Team 17. Aber egal, wenn ihr es sehen wollt, wir spielen es gerne an. Nochmal kurz die Eckdaten. Ist im Moment im Sale, kostet normalerweise 30 Euro. Neun Sprachen unterstützt. Immer noch Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanien. Also Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Brasilianisch ist Portugiesisch. Genau, das Portugiesische nicht, das lohnt sich nicht. Und die verstehen das ja auch. Super. Ja, Monster Sanctuary. Könnte Spaß machen, doch. So. Dann noch ein Spiel. Ja, klar. Das ist nicht ganz so positiv bewertet, sondern nur größtenteils positiv. Das ist Kill Squad. Hacken und reduzieren? Was? Also Hack and Slash, also es ist schlecht übersetzt. Twin-Stick-Shooter, 4-Spieler-Koop, um mit deinen Freunden Horden von Aliens und Bossen zu töten. Das Ganze in Top-Down. Man sieht es ja hier schon ein bisschen. Sieht gut aus, ist nicht meine Art Spiel, aber könnte ganz gut sein. Ja, größtenteils positiv, sagt natürlich auch, dass da wohl ein Haken dran ist. Es ist von 2019. Ist von Novarama, die kenne ich gar nicht. Die haben auch sonst nichts gemacht, sehe ich gerade. Was könnte man darüber sagen? Ich gucke mal gerade die negativen Bewertungen. Es macht am Anfang Spaß, 2 bis 4 Stunden, aber es wird dann sehr linear. Okay, und außerdem erscheint sehr schnell ein Pop-up, ob du das Spiel bewerten willst. Ja. Spielt sich träge wie Banane. Aha. Und das Anvil soll die bessere Wahl sein, was auch immer Anvil ist. Steuerung, Schießen träge und langsam, wenn man das überhaupt als Schießen bezeichnen kann. Trefferfeedback gibt es sowieso nicht. Gameplay einfach nur schrecklich. Ich stehe normal auf solche Games, aber das Spiel ist mehr wie komisch. Mehr als komisch, bitte. Ah ja, gut. Was haben wir hier noch? It's kind of fun for the first hour or two, but then it just becomes an annoying, unfun cycle of characters with the only thing special about them being their weapons. Okay. Also, das heißt,
Potenzial schön gemacht, aber irgendwie nach einiger Zeit etwas repetitiv. 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 So, ja. Gut. Na, könnt ihr sowieso nicht gewinnen. Könnt ihr euch zum Anspielen wünschen. Würde ich mir jetzt nicht wünschen. Gut. Jetzt kommt ein Spiel, das könnt ihr gewinnen. Das gab es auch mal bei Prime und dann auch für Prime. Das habe ich auf Steam auch nicht. Rogue Heroes Ruins of Tazos. Ja, Rogue, klar. Klassisch Adventure für 4 Spieler mit modernen Rogue-Light-Elementen. Genau. Rogue muss ich auch immer noch mal ein bisschen lernen, was es genau ist. Also ich habe sogar Rogue selbst gespielt, ohne wirklich zu kapieren. Also was ich so verstanden habe, ist wohl, dass man das Spiel immer wieder spielt und Add-ons, Achievements bzw. Fähigkeiten behalten kann und sich dadurch immer besser macht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist auch von Team 17 gepublished und sieht so relativ süß aus. Ich weiß auch gar nicht, haben wir es nicht vielleicht sogar mal angespielt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, es kostet normalerweise noch... Aber Kill Squad, habe ich gesagt, was es normalerweise noch kostet? 25 Euro. Ja, genau. Und Sprachen habe ich da gesagt. Genau, alle Sprachen sind vorhanden und Englisch ist die Sprachausgabe. Und bei Rogue Heroes ist keine Sprachausgabe und wir haben so die Sprachen, die man braucht. 10 Sprachen zur Auswahl und es kostet noch 20 Euro normalerweise. War aber, wie gesagt, beim Prime schon mal mit dabei. Deswegen habe ich es schon und deswegen könnt ihr es auch gewinnen. So, jetzt ein Spiel. Ja, das ist irgendwie interessant, aber es gibt da für mich ein kleines Problem. Das nennt sich, ja, ich weiß es nicht, also Suzerain. Das klingt wie sehr deutsch ausgesprochen, aber es ist wirklich Suzerain. Also nicht Through the Rain oder sonst irgendwas und auch nichts mit Regen, sondern Führer als Präsent Rain. Aber anders geschrieben. In diesem textbasierten Rollenspiel Sortland während deiner ersten Amtszeit zu neuen Höhen oder stürzt es in den Abgrund. Erlebe in Gesprächen mit deinen Kabinettsmitgliedern und anderen wichtigen Personen ein politisches Drama. So weit, so interessant. Leider, und bei einem textbasierten, ist es rein Englisch. Oberfläche und Untertitel und sonst nichts. Also keine andere Sprache. Ja. Deswegen ist es ganz, ganz schwer für mich jetzt wirklich zu sagen, das ist was für mich, weil wenn es so viel Text ist, hätte ich es ganz gern in Deutsch. Ja, genau. Wobei für mich, um das für mich so vor sich hinzuspielen, okay, zum Anspielen vielleicht auch, aber ich kann das ja nicht alles übersetzen, das schaffe ich dann nicht. Und ich sehe auch wirklich, dass mit dem Text basiert, das meinen die wirklich ernst. Und das könnte mir dann eine Spur zu trocken sein. Aber wenn man sowas mag, Publisher Fellow Traveler ist mir auch ein Begriff. Was ist denn? Ah, Neocap, genau, das hat mir gefallen. Achso, Stillness of the Wind war sehr schön. Pester Quest, diese ganze, ach, von denen ist diese seltsame Sache in Other Waters auch, okay, genau. Ist das alles von Fellow Traveler? Genau. Ja, diese Pester Quest gehört alles zu. Hiveswap, genau. Wo ich immer nicht weiß, warum das so unglaublich gut bewertet ist und auch immer nur auf Englisch. So, gut, egal. Haben wir eigentlich fast alles zu gesagt? Oder? Habe ich das Wichtigste? Achso, ne, Preis 12,50 Euro und ja, gut, Sprachen eben nur Englisch. Ja, wie gesagt, so für mich, vor mich hinspielen, okay. Zum Anspielen eher schwierig, würde ich mir wünschen, dass ihr es euch vielleicht nicht wünscht, aber grundsätzlich von der Idee her sehr gut. So, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, von dem ich in dieser ganzen Sammlung am meisten halte. Ich habe es auch komplett Let's Played und es ist für mich eines der besten, also der Spiele, das mir mit am meisten gegeben hat. Es ist zu klein und es ist ein Point and Click. Also es ist zu klein, um zu sagen, das ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe, weil da gibt es natürlich andere, trotz allem. Ich habe Chicken Police Painted Red einfach gefeiert. Ich hatte es auf Epic, wusste das aber nicht mehr, wollte es Let's Playen, habe es mir auf Steam gekauft.
Also habe ich es sozusagen zweimal und jetzt hätte ich es ein drittes Mal auch wieder auf Steam. Also natürlich, ja, wird es verlost. Ich verlinke das Let's Play hier auch nochmal drunter, die Playlist. Das ist noch nicht lange vorbei. Läuft noch? Nee, ist vorbei. Und wir haben das Live-Let's Play im Stream, also immer mit Gästen und Tipps und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ah ja, hier, alle Rezensionen äußerst positiv, aber nur 892. Das fliegt verdammt tief unterm Radar. Ich bin relativ froh, dass es hier drin ist und so ein bisschen gehypt wird dadurch. Und ich würde mir wünschen, dass es wirklich fast jeder mal gespielt hat. Ich halte es für einen absoluten Klassiker und es hat sehr viel Spaß gemacht. Jo, Ton, Englisch, 8 Sprachen Unterstützung, ja, und eine Story, die einfach, es ist der Wahnsinn. Also ganz ehrlich, mich hat das Ding total verzaubert. 20 € kostet es normalerweise noch und das ist es auch wert. Im Moment, ne, im Sale ist es auch nicht, genau. Ja, es ist einfach eins der besten Point-and-Click-Spiele. Es ist ein reines Point-and-Click. Es ist ja ein bisschen Visual Novel, sehr komplexe Handlung, Abenteuer, wie alles da dabei steht. Und es ist sehr bizarr, weil es ist keine Fabel. Sage ich an der Stelle immer, ich muss da ein bisschen tiefer eingehen, weil man sieht da Tiere, die menschliche Rollen übernehmen. Es stellt sich aber im Laufe des Spiels raus, dass das nicht wie bei Black Sat oder so eine Fabel ist, sondern tatsächlich so ist. Das finde ich, also deswegen würde ich mir furchtbar wünschen, dass in dieser Welt, in der das spielt, noch mehr spielt und mehr darüber bekannt wird, weil da könnte man so tolle Sachen draus machen. Okay, fertig. Genug gehypt. Ich habe Gänsehaut auf dem Rücken, weil ich drüber nachgedacht habe. Ich fand es einfach toll. So, wir kommen zum letzten. Hatte ich auch noch nicht. Ah, ich muss ganz kurz was schauen. So, genau. Zack. Nein. 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 Was? Ich habe da einen Fehler gemacht. Haben wir es hier? Nein. Moment mal gerade. Ich muss was machen. Ja, ich habe Chicken Police so sehr gemocht, dass ich es hier zweimal drin habe. So. Aber jetzt. So. Naruto to Boruto. Shinobi Striker. Ich kann wenig mit anfangen. Ich habe mal versucht, Naruto zu gucken. Ich bin kein Manga? Anime. Anime-Mensch. Das heißt, ich habe diese Kindersachen, so das erste Dragon Ball, also noch mit dem Kleinen, habe ich bestimmt schon öfter mal erzählt. Dann auch mal One Piece am Anfang und auch Pokémon und so weiter. Sowieso die zweite Staffel von Digimon, seltsamerweise. Das habe ich alles sehr gefeiert und sehr gemocht. Aber irgendwann wird es zu groß und Naruto war mir von Anfang an ein bisschen, ja, es war mir ein bisschen zu komplex und ja, es ist mir alles zu langwierig und viel zu viel Stuff, so dass ich da irgendwann einfach nicht mehr mitkam. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, ich habe mir es sogar auf Crunchyroll angeguckt, die es jetzt so, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Deswegen, es ist ein Naruto-Spiel und ich weiß über Naruto sehr, sehr wenig, außer dass er am Anfang diese komische Porno-Attacke hatte. Egal. Sehr positiv bewertet. Es ist ein Anime-Action-Mehrspieler-Spiel. Kostet normalerweise noch 50 €. Ist aber wohl beim Reseller auch schon für sehr, 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 sehr viel weniger gesehen worden. So. Ich hab's noch nicht. Ich behalte's. Achso, Sprachen gucken wir gerade mal. Englisch und japanische Tonausgabe, alle anderen 13 Sprachen insgesamt unterstützt in Wort und Bild. Ja. Und das ist auch das letzte Spiel. Und jetzt ist die Sache, damit wird natürlich der Bundle-Wert deutlich hoch gepusht, aber anscheinend ja, ist das Spiel schon so auf dem Sale gewesen, dass man es halt eben auch für 3,17 € sehe ich es gerade bei einem dieser Reseller, die ich nicht mehr nutze.
Aber trotz allem, das heißt, es war wohl auch schon deutlich günstiger zu haben als 50 Euro, weil das ist dann schon ein ziemlich harter Discount. So, wir haben einen Gesamtwert von 202,50 Euro. 8 Spiele, was wenig ist. Wir haben auch jetzt nicht heute nochmal neue Ergänzung zu diesem zu dieser Games Collection. Da ist auch schon einiges drin, ganz klar. Genau, das können wir eigentlich mal kurz schauen, ob wir das jetzt hier schon sehen. Nein. Sehen wir es hier? Nein, die Vault ist mir egal. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz nochmal in diese App rein. Vielleicht haue ich die auch gerade mal. Ihre Bibliothek, genau, ist leer, Quatsch. Nee. Was? Ah, hier. Da ist er. Gut, ich mach's mal ganz kurz auf den Schirm. So. Gehe ich mal weg. Wizard Legends, Void Bastard, Unsighted, Forager, was ich gerade am Let's Playen bin. Scheint auch vielen Leuten gut zu gefallen. Achso, ich glaube, ich mache das mal groß, weil was auf meinem Bildschirm ist, müsst ihr ja nicht sehen. Ist nichts Schlimmes, aber egal. Gut, Dodgeball Academy, Wild at Heart, Ahead in Time und Flynn, Son of Crimson. Keine Ahnung. Ja, gut. Ist also schon ein bisschen was. Jetzt, ja, genau. Ja, geht doch. Ich mache das ja schon mal wieder auf. Ich krieg's ja gar nicht hin mehr. So, okay. So. Ja, das war's, ne? Wie gesagt, ich bin nicht furchtbar enttäuscht, aber es ist, also ja, so richtig bringen tut mir Destroy All Humans was. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, was wir anspielen. Wie gesagt, weglassen bitte Suzerain und natürlich Chicken Police, weil das macht keinen Sinn. Da verlinke ich euch ja ein komplettes Let's Play jetzt hier drunter. Da sind wir ja durch. Ansonsten liegt es ganz bei euch. Und nochmal zu zusammenfassen. Chicken Police, Rogue Heroes und Ghost Runner könnt ihr gewinnen. Wie immer einfach unter das Video schreiben, dass ihr es gewinnen wollt. Und ja, super. Das war's. Eine Sache noch. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich wollte mich noch bei jemandem bedanken, weil da ist was passiert. Das ist nicht selbstverständlich und das muss ich ganz kurz mal würdigen. Moment. Zack. Gesendet. Genau. Und zwar hat letztes Mal der Peter Fürbers gewonnen, 2 Spiele, und ich habe ihm aus Versehen 3 Keys geschickt. Eins davon war für jemand anderen und habe dann schnell hinterher geschickt, dass er es bitte nicht einlösen soll, weil es ja, und natürlich selbstverständlich hat alles super geklappt. Das heißt also dafür nochmal vielen Dank, weil es ist nicht selbstverständlich, wenn man einen Code kriegt, dann löst man den ein. Wäre doof für mich gewesen. So, alles super. Dafür nochmal ganz vielen Dank. Das ist mir relativ wichtig, genau. So, dann auf jeden Fall war es das für heute. Es kommen die nächsten Tage nochmal ein paar, also es kommt nochmal ein Bundle-Test kompakt, weil noch ein bisschen was aufgelaufen ist. Und ansonsten, denkt dran, Donnerstag übermorgen, 7.4. ist um 19 Uhr. Schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung rein, ist der Livestream auf Milky36 auf Twitch. Und ich sage, macht's auf jeden Fall gut und jo, ciao.